Tanto libre, tanto recherché. Es sind die Wörter von Ludwig van Beethoven, als er seine große Fuge Opus 133 somit beschrieb. Das für Streichquartett zwischen 1825 und 1826 komponierte Werk wurde dem Erzherzog Rudolf gewidmet, der damals Gönner des Komponisten war. Das Werk wurde ursprünglich als letzter Satz des Quartetts Nummer 13 in B-Dur, Opus 130, komponiert, wurde aber dann als eigenständiges Stück infolge des Drucks vom Verleger Artaria herausgegeben. Opus 130 wurde dann anstatt mit einem anderen, deutlich konventionellen letzten Satz, Allegro, abgeschlossen. Die große Fuge für Streichquartett, Original für Streichquartett, Opus 133, war ursprünglich der Finalsatz des großen Quartetts in B-Dur, Opus 130, und ist eines der großen Rätsel und fantastischen Juwelen des Streichquartettrepertoires. Beethoven hat sich bereit erklärt, dem Verleger Artaria nachzugeben, und schließlich später, nachdem dieses Stück bei dem Publikum durchgefallen ist, ein Ersatzfinale zu komponieren. Und so bleibt dieses Opus dann ein eigenes, nämlich Opus 133. Bis heute schwierig zu verstehen, baut es auf einem einzigen Cantus Firmus auf, der einen Halbton hat, ein großes Intervall, wieder ein Halbton, wieder ein großes Intervall, ein Halbton, wieder ein großes Intervall. Insgesamt aber eine ganze Oktave beschreibt und auf einer Quinte aufbaut. Also zwei Intervalle, die in der Musik so ursprünglich und so wichtig sind. Dieser Cantus Firmus beschäftigt Beethoven in allen späten Streichquartetten und gibt Stabilität. Er hat ihn nicht erfunden, wenn ich zum Beispiel an ein Haydn-Stück denke oder an einen Bach. Dann umspielen wir hier auch die Quinte. Aber er gibt so viel Material, dass Beethoven einen 15-minütigen Vulkan komponiert. Das war die Idee von uns, dieses auch symphonisch zu betrachten. Wir haben es noch nicht aufgeführt, das passiert erst jetzt in dem Stream, den wir aufnehmen. Insofern sind wir alle ganz gespannt, was da passiert. Ich glaube, die Kraft, die dieses Stück ausdrückt, diese Überwindung eigentlich des Problems Finalsatz, kommt im Kammerorchester wahrscheinlich ganz gut heraus. Und andere Stellen, die unglaubliche Intimität verlangen, sind vielleicht im Quartett besser. Was mir wichtig war und was uns allen wichtig ist, ist, diese Partitur zu begreifen und ihr ein bisschen näher zu kommen und auch in diesen schwierigen Zeiten, in denen wir stecken, in denen so viel Einsamkeit passiert, so wenig Gemeinschaft passieren darf, ist es toll, zusammenzukommen und diese Partitur zu entdecken. Denn das Großartige an genialen Stücken ist immer wieder, dass sie uns nicht im Stich lassen, dass sie uns immer beschäftigen, dass sie immer wie ein Wunder sind, dem wir uns nach und nach annähern. Igor Strawinsky hat einen wunderbaren Satz gesagt. Er schrieb: Jetzt, da ich 80 bin, habe ich neue Freude an Beethoven gefunden. Allein die große Fuge erscheint mir als perfektes Wunderwerk der Musik. Sie ist zeitgenössischer als alle Musik meines Jahrhunderts. Im Rhythmischen komplexer, im Melodischen einfallsreicher, im Umgang mit Material so erfindungsreich und so unglaublich kühn, dass eigentlich diese Modernität laut Strawinsky in seiner Zeit, in der ja Schönberg, Berg, Webern und er selbst revolutionäre Stücke geschrieben haben, nicht erreicht ist, nicht überwunden wurde, nicht gesteigert wurde.
Brahms hat gesagt, was soll man nach Beethoven noch komponieren, wenn man immer einen Schatten hinter sich hat, der so groß über einen scheint. Und allein dieses wunderbare Moment, dass Stravinsky, der immer Probleme mit dem späten Beethoven hatte, am Ende seines Lebens findet, dass das großartigste Musik ist. Und am Ende sagt er in diesem Zitat, die große Fuge, ich liebe sie über alles. Das zeigt ganz viel, dass das vielleicht auch eine philosophische Idee ist, des Überwindens eines Problems, nämlich des Problems Finalsatz. Wenn wir uns Mozart-Stücke anschauen, Haydn und eben auch Beethoven, sehen wir, dass sie unglaublich geschickt einfühlsame und variantenreiche Sonatensätze geschrieben haben. Die Langsamsätze waren definiert durch Arien oder Variationssätze. Wir haben diese Metamorphose von Menuett hin zum Scherzo. Und im Finalsatz gibt es viel Durcheinander. Es gibt Rondosätze, es gibt Fugensätze, also die alte barocke Form, die aufgegriffen wird. Es gibt Sonaten, Rondo, es gibt auch Variationssätze. Aber es gibt nicht die gefundene Form, um ein großes Werk abzuschließen. Und das finden wir, diesen Kampf finden wir besonders in den späten, in den letzten Beethoven-Quartetten. Und dann kommt diese unglaubliche Idee mit der großen Fuge, die eigentlich drei Fugen sind mit nicht kontrapunktischen Zwischenteilen. Schon der Anfang, ich habe ihn ja vorhin schon angespielt, im Unisono, alle spielen diesen Cantus Firmus. Und dann kommt er schon in einer Variante, in diesem Rhythmus. Dann wird er harmonisiert zum ersten Mal, erscheint mit einem Kontrapunkt und am Ende spielt die erste Geige schattenhaft so etwas mit Pausen unterbrochen. Und wenn ich das rückwärts spiele, habe ich B, A, C, H. Und das ist die Ouvertüre, wie eine Einführung, bevor die wirkliche erste große Fuge erscheint. Und allein das ist so wunderbar und gibt so viel Perspektive. Und er zeigt schon vier Varianten, die er dann rückwärts in dem Werk benutzt. Also man kann nur dankbar sein, dass wir uns mit solchen Dingen beschäftigen dürfen und das auf ganz aktuelle Weise spielen und interpretieren. Muss Musik schön sein? Das erinnert mich sofort an Helmut Lachenmann, der ja diesen Schönheitsbegriff oft in seinem Leben behandelt hat und schließlich zu dem Ergebnis kommt, dass Schönheit irgendetwas mit Intensität zu tun hat. Eigentlich nicht mit Perfektsein oder mit perfekten Proportionen. Es gibt eine wunderbare Anekdote, die Lachenmann immer wieder erzählt und die passt, finde ich, auch ganz gut zur großen Fuge. Er unterrichtet Teenager in einer Schule und um sie ein bisschen zu schockieren und eine neue Musik einzuführen, gibt er ihnen zwei Bilder, die an der Wand hängen. Das eine ist aus der Bravo und es ist, glaube ich, zu der Zeit Sophie Marceau, die unglaublich schön aussieht. Und daneben hängt die Zeichnung von Albrecht Dürer, seiner Mutter, die er so ganz elementar zeichnet, mit Hakennase und hässlichem Gesicht und ganz vielen Falten. Und er fragt die Kinder, welche ist schöner? Und dann ist ein längeres Gebrabbel im Klassenraum, bis ein Junge den anderen Tischnachbarn anstößt und sagt, du, ich glaube, die hässliche ist schöner. Und das ist genau das, was es eigentlich ausdrückt. Diese Abgründe, diese Konflikte, auch Brüche in der großen Fuge und doch das perfekte Wunderwerk, in dem zum Beispiel alle Dissonanzen doch nach klassischen Regeln immer wieder aufgelöst sind, nur nicht so, wie wir sie erwarten und nicht sofort. Das gibt immer noch das Verhältnis von Spannung und Entspannung, von Konflikt und Erlösung,
aber auf so komplexe Art und Weise, dass wir wirklich gefordert sind, zuzuhören. Und das ist eigentlich das, was meiner Meinung nach Musik machen soll, dass man auf eine Abenteuerreise mitgenommen wird, idealerweise in einem Konzert. Das kann auch anstrengend sein, aber man wird hinterher belohnt mit einem Erlebnis und mit einer Zeitlosigkeit, die man vorher vielleicht nicht so gespürt hat. Und insofern würde ich den Schönheitsbegriff und die Frage nach der Schönheit in der Musik vielleicht hinten anstellen und sagen, es muss eine Intensität geben, es muss etwas in der Zeit geschehen. Das, was Musik ja ausmacht im Vergleich zum Beispiel mit der bildenden Kunst, dass Musik passiert in der Zeit. In dem Moment, wo wir anfangen, haben wir Musiker hoffentlich schon den Überblick über das ganze Werk, aber wir nehmen emotional und intellektuell die Zuhörer mit auf diese Reise. Die Zeit heute ist gerade so schwer, weil wir kein Publikum haben durften, welches wir mit auf die Reise nehmen. Und ein Stream dann der Ersatz dafür war. Ob das gelingen kann, ist die Frage, aber zumindest können wir uns miteinander in der Hochschule wieder beschäftigen und diese Gemeinschaft spüren. Und das ist auch etwas, was Musik vermag, wo Mendelssohn gesagt hat, Töne sind genauer als Worte. Wir können es eigentlich gar nicht beschreiben, was es ist, was Musik mit uns Menschen macht. Und es ist aber vielleicht wichtiger auch in einer Bildung eines Menschen als alles andere. Und die große Fuge ist, ich komme nicht zum Ausgangspunkt zurück, eines jener großen Rätsel, das wir haben. Und wir können uns dem annähern mit Worten einer Probe, aber richtig beschreiben und richtig fasslich machen, was es ist, kann man es eigentlich nur, wenn man es spielt. Mein Gefühl beim Streichquartettspielen dieses Werkes ist, dass man immer mehr geben möchte. Es ist eine unglaubliche Schwierigkeit und Disziplin, die man haben muss, um höchste Spielqualität zu behalten, wenn man dieses Stück durchlebt im Konzert und mit vollem Einsatz spielt. Deshalb wünscht man sich immer als Quartettspieler, dass man eigentlich ein Orchester braucht dafür, um diese Qualitäten, um diese Vulkanausbrüche, diese Eruption, auch das Zerreißen dieser Musik wirklich darzustellen. Jetzt haben wir ein Kammerorchester und können diese Klangmasse einmal erleben. Auf der anderen Seite gibt es nach, ich glaube, 128 Takten durchgängigem Fortissimo und fast jede Note ist überbezeichnet mit Akzent oder Sforzato, dann eine Passage, eine nicht kontrapunktische Passage, die ausschließlich im Pianissimo ist. Da denkt man dann wieder, dass die Intimität eines Streichquartetts ist hier wichtiger. Also das Paradies, die ideale Welt wird es nicht geben, aber es ist eine besondere Sichtweise mit Orchester auf dieses Werk. Die Transparenz, die Durchsichtigkeit eines Streichquartetts versuchen wir im Orchester herzustellen und zu behalten. Es ist insofern einfacher, dass man sich auf die Kolleginnen und Kollegen verlassen kann, dass sie alle Kraft geben. Das Stück ist nicht so gebaut, dass man unglaubliche Zeitflexibilität hat. Deshalb geht es für Kammerorchester ganz gut, finde ich. Denn individuelle Freiheiten sind in den so kontrapunktischen Momenten vielleicht gar nicht möglich. Und diese Diskrepanz, diese Gratwanderung zwischen Kraft und Ausbuchten von etwas, was noch nie so groß war, und der unglaublichen Intimität, auch des Zeitanhaltens, das ist das, was wir in den Proben versuchen, trotzdem von der Streichquartettfassung zu behalten. Mit dem Vorteil einer symphonischen Qualität und eines wirklich großen Klangvolumens. Thank you.